Moin Leute, heute schauen wir uns ein paar Grundzüge zum Scheitern der Weimarer Republik an. Feuer frei! Die Weimarer Republik war die erste Demokratie in Deutschland und ist gescheitert. Man kann aber nicht ganz einfach sagen, woran es lag. Es gibt einen ganzen Haufen von Ursachen, die sich auch alle noch gegenseitig verstärkt haben. So einen Satz könnt ihr auch gut als Einleitung in die Klausur schreiben, wenn gefragt wird, warum die Weimarer Republik gescheitert ist. Zum Beispiel, es gibt keine einfache Erklärung, warum die erste Demokratie in Deutschland gescheitert ist. Vielmehr gab es viele verschiedene Ursachen, die untereinander in einer Wechselwirkung standen. Welche waren das? Punkt 1, der Versailler Vertrag. Das war der Friedensvertrag vom Ersten Weltkrieg und der hatte sehr harte Bedingungen für Deutschland. Punkt 2, die fetten Krisen in den Anfangsjahren der Weimarer Republik. Es gab viel zu viele Aufstände, politische Morde und Putschversuche. Zum Beispiel den Kapp-Putsch von 1920 und den Hitler-Putsch von 1923. Punkt 3, die Propaganda der Rechten. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren, weil militärisch einfach nichts mehr zu machen war. Die Rechten suchen aber alle Schuld an der Niederlage bei den republikanischen Kräften, also bei der SPD und so. Merkt euch da das Stichwort Dolchstoßlegende. Mit dem Versailler Vertrag ist es dasselbe. Auch da sagen die Rechten, das wäre die Schuld der SPD, was aber vollkommener Quatsch ist. Punkt 4, die Wirtschaftskrise. Zuerst gab es die Hyperinflation von 1923. Dabei sind viele Menschen verarmt und haben das Vertrauen in die Regierung verloren. 1929 gibt es dann die Weltwirtschaftskrise. Das stürzt viele Menschen in Deutschland in Armut und Arbeitslosigkeit. Dadurch werden die Menschen viel empfänglicher für radikale Parteien. Punkt 5, Versagen der Parteien und Präsidialkabinette. Das ist ein wichtiger Punkt, den machen wir kurz genauer. Von 1930 bis 1933 gibt es drei Regierungen vor Hitler. Alle drei sind sogenannte Präsidialkabinette. Das heißt, die Regierung hat keine Mehrheit im Parlament. Sie ist nur abhängig vom Reichspräsidenten. Der Reichspräsident unterstützt die Regierung, indem er Notverordnungen gemäß Artikel 48 der Weimarer Verfassung erlässt. Das heißt, die Demokratie ist de facto außer Kraft gesetzt. Nochmal, Präsidialkabinett ist gleich Reichskanzler und seine Minister regieren abhängig vom Reichspräsidenten, nicht abhängig vom Parlament. Wie konnte es dazu kommen? 1928 bildet sich eine Regierung aus 5 Parteien, die sogenannte Große Koalition. Unter anderem mit Zentrum, DVP und SPD. Reichskanzler ist Hermann Müller von der SPD. 1930 können sich dann die Parteien dieser Großen Koalition nicht einigen, wie man mit der Arbeitslosenversicherung umgehen soll. Die DVP will ihre Wähler aus den Kreisen der Industrie entlasten. Die SPD will das Gegenteil, sie muss Rücksicht auf die Gewerkschaften nehmen. Deswegen bricht die Große Koalition auseinander und Reichskanzler Müller tritt am März 1930 zurück. Eine regierungsfähige Mehrheit im Parlament kann man jetzt nicht mehr zustande bringen. Das erste Präsidialkabinett ist das von Heinrich Brüning von der Zentrumspartei. Er wird 1930 von Hindenburg als Reichskanzler eingesetzt und macht es bis 1932. Man muss sagen, schon damit ist die Republik eigentlich gescheitert. Denn dass dauerhaft ohne die Rückendeckung vom Parlament regiert wird, ist nicht Sinn der Sache. 1932 werden dann noch Franz von Papen und danach Kurt von Schleicher als Reichskanzler eingesetzt. Die scheitern aber. Die SPD ist im Reichstag stark vertreten und findet die Präsidialkabinette am Anfang mega scheiße. Später wird die NSDAP aber immer stärker und ist irgendwann die stärkste Partei im Reichstag. Deswegen toleriert die SPD dann doch die Präsidialkabinette. Es ist einfach das kleinere Übel. So, jetzt noch kurz zum letzten Punkt. Alle hängen vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ab. Der ist in der Krise aber politisch überfordert. Und vielleicht ist er auch einfach zu alt. Er gibt gegenüber seinen Beratern nach, aber die Berater unterschätzen den Machtwillen von Adolf Hitler. Am 30.01.1933 ernennt Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. So, was müsst ihr mitnehmen? Versailler Vertrag, Putschversuche und politische Morde. Propaganda der Rechten, zum Beispiel Dolchstoßlegende. Wirtschaftskrise, Hyperinflation 1923, Weltwirtschaftskrise ab 1929. Präsidialkabinette von 1930 bis 1933, weil die Parteien unfähig zum Kompromiss sind. Reichspräsident Hindenburg ist politisch überfordert. Nice Leute, mehr zu dem Thema findet ihr auf thesimpleclub.de und auf unserer App. Bis gleich dort, einfach hier klicken.